Aus dem Leben eines Hechtes. Fünf Dinge. Erstens, das Wachstum. Das Wachstum eines Hechtes kann bei guten Bedingungen wirklich erstaunlich sein. So kann er nach einem Jahr bereits eine Körperlänge von 40 cm erreichen. Nach nur 5 Jahren ist eine Länge von über 80 cm möglich. Dann verlangsamt sich das Wachstum. Ein Hecht von über 1 Meter Länge ist meist mindestens 9 Jahre alt. Welchen Einfluss die Umweltbedingungen auf das Wachstum haben, zeigt der Mindestwert im Vergleich. Bei schlechten Bedingungen wächst der Hecht im ersten Jahr nur 15 cm. Nach 5 Jahren ist er bei 38 cm Körperlänge und erreicht erst mit 10 Jahren das in vielen Gewässern vorgeschriebene Mindestmaß von 60 cm. Im Durchschnitt hat ein Hecht, der das Mindestmaß von 60 cm erreicht hat, bereits 6 Jahre auf dem Buckel. Zweitens, das Alter. Zahlreiche Sagen und Mythen gibt es über den Hecht. Viele ranken sich über seine Größe und sein Alter. Ein Beispiel? Der Hecht von Heilbronn soll 267 Jahre alt und 350 Pfund schwer gewesen sein. Vermutlich an einer Flosse soll er einen Ring mit einer besonderen Inschrift getragen haben. Angeblich wurde das Skelett in einer Kirche in Mannheim ausgestellt, bis sich jemand dieses Skelett genauer angesehen hat und erkannte, dass dort auch Knochen von anderen Tieren verbaut wurden. Nun aber zurück zum Alter. Belegt ist, dass ein Hecht im Aquarium 18 Jahre alt wurde. Nun haben wir aber wieder das Problem der Umweltbedingungen. Wildlebende Hechte sind vielen Gefahren, von kalten Wintern bis zum Angler, ausgesetzt. Deswegen gibt es die Vermutung, dass das Alter von 7 Jahren für wilde Hechte ein sehr hohes ist. Die meisten verabschieden sich schon vorher aus dem schrecklich schönen Gewässer. Drittens, die Nahrung. Der Hecht ist ein gefräßiger Räuber. Man muss nicht lange bei YouTube suchen, um Videobeweise dafür zu finden. Legendär ist der Hecht von Brighton. In einem Aquarium sorgte dieser Hecht für ein Schauspiel, das die Beobachter sonst nur von Pac-Man spielen kann. Der 12,5 Kilogramm schwere Hecht packte sich einen 8 Kilogramm schweren Hecht und verschlang ihn nach einem langen Todeskampf. Auch vor Wasservögeln, Mäusen, Fröschen und Kleinlebewesen macht der Hecht nicht Halt. Am Anglerstammtisch wird gerne von dem Kleinhund erzählt, der beim Baden von der Oberfläche gepflückt und verschlungen wurde. Wirklich nur ein Märchen? Ich habe keine Ahnung, was die Hechte so aggressiv werden lässt. Vielleicht ja einfach nur der Hunger. Für gewöhnlich fressen sie viel Fisch. Bei den Anglern gibt es mindestens zwei Fraktionen. Die einen sagen, dass das Angebot die Nachfrage bestimmt. Ein See mit hohen Hechtbeständen sorgt also für Kannibalismus unter Hechten. Die anderen meinen, ein Beuteschema zu erkennen und untersuchen zahlreiche Hechtmengen. Dabei kam beispielsweise folgende Liste hervor. Hechte von 20 bis 25 cm Länge fressen bevorzugt Kaulbarsche. Hechte von 25 bis 35 cm Länge bevorzugen Rotaugen. Hechte von 35 bis 55 cm Länge jagen am liebsten nach Barschen. Und welcher Fraktion gehört ihr an? Sicher ist nur eines. Der Hecht bleibt voller Rätsel. Eine Märchengestalt. Viertens, die Bezahnung. Über 700 Zähne schmücken das Hechtmaul. Während die Fangzähne fest verankert sind, lassen sich die Zähne am Gaumen leicht in Richtung des Schlundes bewegen. So wird dafür gesorgt, dass die Beute beim Verschlingen nur sehr schwer aus dem Maul entfliehen kann. Ausgefallene Zähne wachsen schnell nach. Der Hecht befindet sich im ständigen Zahnwechsel. Vielleicht fangt ihr ja einmal ein Heilandshecht. So wurden früher im Volksmund Hechte bezeichnet, bei denen alle Fangzähne ausgefallen und noch keine neuen nachgewachsen waren. Diese Hechte galten als Segensbringer und es gab verschiedene Theorien über den Fang solcher Hechte. Fünftens, Leben im Salzwasser. Der Hecht ist ein Süßwasserfisch. Eine geringe Salinität kann er jedoch vertragen. Das sorgt dafür, dass er im Brackwasser zu hervorragenden Größen wachsen kann. Der Greifswalder Bodden ist ein bekanntes Brackwasser-Hechtgewässer. Die Ostseehechte sind aber von einer besonderen Gefahr bedroht. Bei starken Stürmen kann sehr salzhaltiges Wasser aus der Nordsee in die Ostsee gedrückt werden und zum Verhängnis für alle Süßwasserfische werden. So beispielsweise im Jahre 1951 in Südseeland, Dänemark, geschehen.
Soweit die ersten fünf Dinge aus dem Leben eines Hechts. Sicher kennt auch ihr Sagen und Erzählungen rund um den Hecht. Nutzt doch gerne die Kommentarfunktion, um diese bekannt zu geben.